Hey, hier ist Christian und im heutigen Video machen wir mal wieder einen kleinen Abstecher in die automobile Welt, da mich Mercedes dazu eingeladen hat, die neue MBUX näher kennenzulernen. MBUX steht dabei für Mercedes-Benz User Experience und soll dabei die Interaktion des Fahrers oder auch sonstigen Nutzers mit dem Auto auf eine ganz neue Ebene bringen. Vor allem die Spracheingabe und visuelle Darstellung steht hier im Vordergrund und hebt sich von allem bisher Dagewesenen ab. Doch bevor ich auf das System im Detail eingehe, hier erst einmal ein paar Impressionen aus dem schönen Lissabon und dessen Umgebung. Wie ich gerade schon erwähnt habe, soll MBUX die Interaktion und das Nutzungserlebnis des Kunden auf eine ganz neue Ebene bringen. Dazu zählen vor allem die einfache Bedienung, eine optisch ansprechende Oberfläche und ein intelligentes System, das nicht nur selbstlernend ist, sondern auch Sprachbefehle auf natürliche Art und Weise empfangen kann. So werden alle durch den User vorgenommenen Spracheingaben durch Mercedes ausgewertet, um so mit bestimmten Ausdrücken immer an die richtigen Punkte zu kommen. So könnt ihr für eine Navigation zum Beispiel sagen, navigiere mich zu XY, ich möchte zu XY fahren oder erstelle eine Route zu XY. Je mehr ihr also mit MBUX sprecht, desto präziser werden eure Eingaben verstanden und dann natürlich auch umgesetzt. Herzstück von MBUX ist sicherlich das riesengroße und am Anfang auch für mich etwas ungewöhnlich wirkende Display in der Mittelkonsole. Auf der linken Seite findet ihr die Tacho-Einheit, auf der rechten Seite das Multimedia- und Infotainment-System. Eingaben können auf vier verschiedene Arten vorgenommen werden. Zum einen über das Touchpad im Mitteltunnel, das euch auch bei Bedienung ein haptisches Feedback liefert, alternativ aber auch über die Lenkradfernbedienung mit seinen zwei Touchflächen, per Touch über das Display an sich oder, wie bereits erwähnt, durch Spracheingabe. Am Anfang, und das war nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem Kollegen so, war man etwas mit der Vielzahl der Einstellungen, aber auch Möglichkeiten überfordert. MBUX ist dabei so vielschichtig und komplex, dass selbst ein tech-affiner Nerd doch schon 2 bis 3 Tage benötigt, um das System und wie es funktioniert verstehen zu können. Bei Personen, die weniger mit Technik am Hut haben, und damit schließe ich erfahrungsgemäß auch ältere Personen ein, werden zu Beginn an Schwierigkeiten bekommen, MBUX zu verstehen und damit auch bedienen zu können. Die grafische Aufarbeitung aller dargestellten Funktionen wurde in Kooperation mit Nvidia verwirklicht, die bekanntermaßen zu den renommiertesten Firmen gehören, wenn es um Grafikkarten oder auch um Grafikdarstellung geht. Auf der linken Seite, also der Tacho-Einheit, gibt es 3 Bereiche. Ganz links der Bereich des Tachos, mittig eine Infoanzeige und rechts der klassische Drehzahlmesser. So war es bisher oder so sollte es sein. Wenn ihr hier aber andere Grafiken seht, dann liegt es nämlich auch daran, dass ich mir das Cockpit so angepasst habe, wie ich es wollte. Mit der Touchfläche auf der linken Seite des Lenkrades kann ich zum einen von links nach rechts springen, um diese einzelnen Bereiche aufzurufen. Im entsprechenden Part kann ich dann aber auch noch nach unten oder oben scrollen, um die Anzeige zu verändern. Je nach ausgewählter Designeinstellung oder wie es bei Mercedes heißt, Themenwelt, werden hier ganz unterschiedliche Grafiken angeboten und farblich dargestellt. Mit dem rechten Touchpad der Lenkradfernbedienung steuert ihr lediglich das Multimedia-System im mittigen Bereich. Auch hier kann horizontal und vertikal navigiert werden. Und all das funktioniert, zumindest mit der Anzeige in der Mitte, auch mit dem Trackpad oder direkter Touch-Eingabe. In der ersten horizontalen Spalte findet ihr die Hauptpunkte wie Radio, Navigation, Medien, um USB-Sticks oder Smartphones zu connecten oder auch den Komfortbereich. Dies wird aller Voraussicht nach auch der Bereich sein, den ihr am meisten nutzen werdet. Mit einem Swipe nach unten gelangt ihr zu den Vorschlägen. Vorschläge sind dabei nutzerbasiert. Das heißt, hier werden euch Punkte, Apps, Kontakte oder auch Routen angezeigt, die ihr bevorzugt nutzt oder fahrt und werden automatisch von MBUX erstellt. Bei der täglichen Fahrt zur Arbeit erkennt das System eure Routine und stellt euch hier zum Beispiel Routeninfos zur Verfügung. Nutzerbasiert bedeutet in diesem Falle aber auch, dass mehrere Nutzer an MBUX angebunden werden können. So kann jeder, der das Fahrzeug nutzt, ein Profil erstellen, das nach Auswahl zum Beispiel automatisch euer Lieblingsdesign wählt, den Fahrersitz und Spiegel auf die richtige Position bringt und die Klima euren Wünschen anpasst. Wiederum ein Schritt nach unten sind die Themenwelten. Themenwelten sind dabei Themes, die das Aussehen eures Cockpits ändern,
andere Farben ins Spiel bringen, die Tacho-Einheit sportlicher aussehen lassen oder auch mehr Motorinformationen in der Mittelkonsole anzeigen. All dies sind Presets, die natürlich auch durch euch weiterhin anpassbar sind. Ganz unten geht's dann nochmals zu den Favoriten, also den Apps, die ihr die letzten Tage oder Stunden am meisten aufgerufen habt. Ein ganz besonderer Punkt der MBUX ist sicherlich das Navigationssystem, da es neben einer klassischen 2D und 3D auch eine Augmented Reality-Ansicht gibt. Diese kann optional im Stadtverkehr aktiviert werden, wo euch in Echtzeit Abbiegeinformationen auf der rechten Seite ins Livebild eingeblendet werden. Obwohl anfänglich auch hier sehr verwirrend, war es auch hier so, dass es bereits am zweiten Tag richtig gut aussah und in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ein weiteres Highlight ist die Integration von What3 Worlds. Das aus England stammende Unternehmen hat dabei den Globus in 57 Millionen und 3x3 Meter große Quadrate unterteilt. Jedes dieser Quadrate ist in der jeweiligen Landessprache mit drei Wörtern belegt. So heißt die Freiheitsstatue zum Beispiel Dankt.anlegen.kinosaal und der Eiffelturm Kaninchen.umgehen.sucher. Was anfänglich etwas verwirrend klingt, hat den Ursprung darin, dass man so zielgenau zu bestimmten Orten navigieren kann. Vor allem dann, wenn eine herkömmliche postalische Adresse wenig Aufschluss über den genauen Zielort gibt. So hat zum Beispiel euer Kellereingang eine andere Adresse als eure Haustüre oder euer Gartenhaus. What3 Worlds zeigt aber auch, dass Mercedes sehr viel mit Startups zusammenarbeitet und so seine MBUX offen gegenüber Drittanbietern hält. So kann es durchaus sein, dass in Zukunft noch weitere externe Anwendungen in die MBUX integriert werden. Zu guter Letzt noch ein paar Worte zur Spracheingabe. Mercedes gibt an, dass man MBUX sehr natürlich bedienen kann und nicht vorprogrammierte Phrasen nutzen muss. Durch die Keywords Hey Mercedes wird die Erkennung gestartet. Einige Beispiele dafür: Mir ist zu kalt und die Temperatur wird angepasst. Stelle das Ambiente-Licht auf Rot, aktiviere die hintere Lesebeleuchte, erzähle mir einen Witz, rufe meine Mutter an, schalte das Head-Up-Display ein oder aus oder wie wird das Wetter morgen und heute und benötige ich einen Regenschirm. Anhand dieser Beispiele seht ihr schon, dass MBUX sich deutlich von anderen Infotainment-Systemen unterscheidet und zahlreiche Möglichkeiten der Interaktion bietet. Natürlich gibt es auch hier Szenen, in denen Befehle nicht verstanden werden, da sie schlicht und ergreifend nicht vorgesehen waren oder vorgesehen sind. Schlussendlich muss ich sagen, dass mich MBUX im ersten Hands-on sehr beeindruckt hat, da nicht nur die grafische Aufarbeitung, sondern auch die vielfältigen Wege der Interaktion bisher nie dagewesen waren. Eins ist aber auch klar, in nur einem Tag kann man sich dieses System nicht verinnerlichen, da es einfach zu vielschichtig ist und wer gerne auf Displays herumtatscht und das System auch während der Fahrt erkunden möchte, sehr schnell abgelenkt wird. Und damit bin ich auch schon am Ende meines ersten Eindrucks von MBUX und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, wie ihr dieses System von Mercedes haltet, ob genau das die Zukunft ist oder wo vielleicht die Entwicklung in der Automobilindustrie hingeht. Ich hoffe, wir sehen uns auch in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.